Ja, um den Hamburger Hafen bahnt sich offenbar ein regelrechtes Wettbieten an. Der Senat sucht ja schon länger nach einem starken Partner, um den Hafen wettbewerbsfähiger zu machen. Und der scheint jetzt gefunden zu sein. Die weltgrößte Reederei MSC aus der Schweiz will sich an der Hala mit knapp 50% beteiligen. Und so war die Stimmung gut heute Morgen. Im Rathaus wurde der Deal zwischen MSC und der Stadt schon einmal gefeiert, aber womöglich freut sich Hamburg zu früh. Noch am Nachmittag kündigte Milliardär Klaus-Michael Kühne ein neues, besseres Übernahmeangebot für die Hala an. Offenbar eine Reaktion auf die Absage der Stadt wenige Tage zuvor. Laut dem Senat behält die Stadt bei der Hala das Sagen. Außerdem gäbe es weitreichende Garantien von MSC. Der Hamburger Hafen, die Hala, bekommt einen strategischen Partner. Wir bekommen zusätzliche Ladungen nach Hamburg. Die Reederei MSC, die weltweit größte Reederei MSC, wird ihr gesamtes Deutschlandgeschäft nach Hamburg verlagern und hier zusätzlich investieren. Und insofern kommt es zu einem Zuwachs an Arbeitsplätzen, an Beschäftigung, aber eben auch an Ladungsbindung für unseren Hafen. Es ist nach dem chinesischen Costco-Einstieg am Terminal toller Ort und der Hapag-Lloyd-Beteiligung in Altenwerder die dritte Kooperation im Hafen. Während Hamburgs Konkurrenz Antwerpen oder Rotterdam aus dem Tal der Finanzkrise von 2008 heraus sind, stagnieren die Umschlagszahlen in Hamburg seit Jahren. Ein großes Thema ist das Thema Automatisierung. Das braucht viel Kapital. Da braucht gerade die Hala auch Partner. Das kann sie nicht alleine stemmen. Insofern ist das jetzt der Weg gewesen, um letztlich die Hala und damit auch den Hafen so ein bisschen aus der Krise zu führen. Aber nicht alle sind begeistert. Schnell stellt sich die Frage, was Hamburgs andere Partner sagen. Die Reederei Hapag-Lloyd, an der Hamburg beteiligt ist, wurde kalt erwischt. Chef Rolf Habben-Jansen macht daraus keinen Hehl. Wir nehmen das zur Kenntnis. Wir gehen nicht davon aus, dass dies unser Verhältnis zur Hala beeinflussen wird. Aber wir geben zu, dass wir überrascht sind. Auch bei der Hala selbst klingt echte Begeisterung anders. Offenbar waren weder Vorstand noch Aufsichtsrat in die Verhandlungen eingebunden. Entsprechend unterkühlt die Reaktion. Im engen Austausch mit dem Aufsichtsrat der Hala wird der Vorstand nun das angekündigte Angebot im besten Unternehmensinteresse und unter Wahrung der Interessen aller Stakeholder prüfen und bewerten. In Sachen Mitarbeiterrechte und Mitbestimmung gilt das Familienunternehmen MSC als schwierig. Sowohl Verdi als auch der Betriebsrat gaben sich heute regelrecht geschockt. Die Stimmung ist jetzt erstmal bei den Kollegen, wie geht's weiter? Also was ist mit meinen Arbeitsbedingungen und so weiter? Und die tariflichen Bedingungen, was hängt da dran? Ja, und das müssen wir jetzt bewerten und dann schauen, wie es weitergeht. Der MSC-Chef trat den Befürchtungen der Belegschaft entgegen. Wir sind auch ein Wachstumsunternehmen und das bedeutet, dass für die Hala-Mitarbeiter sehen wir nur Entwicklung nach vorne. Wir sehen keine Abwicklung. So, wir werden sicherlich um alle unsere neuen Mitarbeiter kümmern. Ob der Verkauf am Ende zustande kommt und sich Hamburg freuen kann, wird sich erst in den kommenden Wochen entscheiden. Ja, so überraschend dieser Coup des Senats, so unterschiedlich fallen die Reaktionen darauf aus. Klaus-Michael Kühne etwa zeigt sich verschnupft, FDP und Linke zeigen sich ablehnend, die CDU hat Fragen. Hier jetzt eine kleine Auswahl der Reaktionen. Wir begrüßen ein privates Engagement im Hamburger Hafen. Der Hamburger Hafen ist attraktiv, aber dass jetzt hier die Stadt weiter die Mehrheit hält, ist natürlich ein Problem für andere Investoren, die hier auch im Hamburger Hafen aktiv werden sollen. Jetzt ist oben MSC beteiligt und unten bei den Terminals Hapag-Lloyd und Costco. Das ist alles noch nicht rund. Ich halte das für eine schlechte Entscheidung. Also auf die öffentliche Ankündigung oder das öffentliche Angebot eines Herrn Kühne hat der Senat ja noch groß reagiert mit: Wir wollen keinen Ausverkauf des Hafens. Jetzt stellen wir fest, dieser Ausverkauf findet statt. Und damit räumt der Senat einer großen Reederei Mitbestimmung im Hafen ein. Das schwächt den Hafen als solchen. Ich begrüße es ausdrücklich, dass MSC ein Angebot abgegeben hat. Ich begrüße es auch ausdrücklich, dass der Senat diesem Angebot offener gegenübersteht als dem von Herrn Kühne. Grundsätzlich ist es ja so, wenn wir zwei Angebote auf dem Tisch haben, ist das für Hamburg besser, weil wir dann entsprechend prüfen können, welches Angebot das bessere für Hamburg ist.